Herzlich willkommen bei meinem Blog-Video am 28.05.2020. Heute bei Sonja da. Ich bin um 10 aufgestanden und war den ganzen Nachmittag müde. Jetzt bin ich nicht mehr so müde, aber mein Augenlid hängt schon. Ich habe leichte Schuppensymptome, aber das habe ich, glaube ich, gestern nie erwähnt. Ich habe nicht sonderlich viel mit Sonja gesprochen, aber es war teilweise ganz lustig, weil sie mich immer zum Lachen gebracht hat. Mir ging es nicht besonders gut, weil ich, wie ich später drauf gekommen bin, seit dem Mittag eine Angstattacke hatte und dadurch starke Magenschmerzen. Und das dürfte bedingt sein durch den Effektinentzug. Ich habe jetzt das Absetzen vom Effektin abgebrochen, so leid es mir tut für mich. Weil als ich das Alteraxin am Nachmittag genommen habe, kurz nachdem Sonja nach Hause gefahren ist, war das Bauchweh weg und das zeigt mir, dass das Bauchweh von der psychischen Angst kam. Und ich hatte die letzten 2 Tage auch in der Nacht Angstattacken und der Entzug war einfach zu heftig. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit machen soll. Ich habe jetzt wieder Effektin genommen am Nachmittag oder abends jetzt eigentlich vorm Schlafen gehen und jetzt geht's mir besser, aber und das Bauchweh ist auch weg, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das Effektin absetzen kann, ohne so starke Entzugssymptome zu haben. Und so starke Angstattacken. Das Effektin ist ja nur ein Antidepressivum und eigentlich nicht angstlösend, aber ich reagiere als Entzugssymptom mit Angst darauf, unterbewusster Angst, weil mir nicht klar war, dass das Bauchweh Angst ist. Das hat sich nur herausgestellt, wie ich das Alteraxin genommen habe, dass dann mein Nervensystem ruhiger war und das Bauchweh weg war. Ich weiß jetzt nicht, wie ich vom Effektin wegkommen soll, ohne ein unterstützendes Medikament oder ohne ein Ablösungsmedikament dazu. Oder ich nehme das Alteraxin tagsüber dazu, wenn ich das Effektin nochmal absetze. Aber ich habe jetzt im Endeffekt entschieden, dass ich damit noch einen Monat warte und das in Absprache mit meinem Psychiater machen möchte, weil der mir vielleicht irgendwas geben kann, damit der Entzug nicht so stark ist. Und damit es sanfter Entzug ist und damit ich nicht so Angstattacken habe. Diese Angstattacken in der Nacht habe ich bewusst. Da höre ich alles Mögliche und habe viele Wahrnehmungen und kann es nicht zuordnen und schlafe sehr unruhig und teilweise nur Minuten, bis ich wieder wach werde und wieder Angst habe. Und dann träume ich sehr unruhig und kurz und ja, ich glaube, da kommt jetzt auch dazu, dass ich die nächste 3 Monats-Spritze brauche und da die ersten Eisprung-Symptome dabei sind und ich mich körperlich generell nicht so wohl fühle, weil ich das Gefühl habe, ich bin aufgebläht und habe den Magen voll, obwohl ich jeden Tag aufs Klo gehe und
aber nicht viel rausbringe, aber es ist halt, es bereitet sich alles auf die Regel vor und die darf ich ja nicht kriegen, weil ich sonst verbluten könnte, weil ich Blutverdünnung nehme und die Regel immer sehr stark hat. Und im Juni müssen wir eh die 3-Monats-Spritze erneuern. Dann sollten diese Symptome wieder verschwinden. Aber so kurzfristig könnten wir keine 3 Monate, meine 3-Monats-Spritze nicht auftreiben. Das müssen sie nächste Woche aus der Apotheke holen. Dann spritzt mir Mama das. Hat bis jetzt immer gut hingehauen und dass ich so Ende des letzten Monats, des dritten Monats der 3-Monats-Spritze so Regelsymptome habe, kenne ich eh und es schlägt mir auch auf die Stimmung und ich fühle mich also ganz körperlich nicht wohl und das schlägt mir auch auf die Psyche und das kam jetzt zusammen mit dem Effektinentzug. Ich habe es jetzt 3 Tage geschafft, das Effektin nicht zu nehmen. Heute ist der 4. Tag. Heute habe ich es wieder genommen und ich hoffe, dass die Entzugserscheinungen bald wieder weg sind. Aber es geht mir jetzt schon nach der ersten Einnahme wieder deutlich besser, obwohl es mir nicht psychisch schlecht ging. Aber halt von den Angstattacken her, psychisch ging es mir während des Entzuges ganz gut und relativ ausgeglichen, aber mein psychischer Zustand, also wie ich mich fühle oder ob ich depressiv bin oder nicht, hat er nichts mit meinen Angstattacken zu tun. Und ich habe eine angstbesetzte Persönlichkeitsstörung und ohne angstlösende Medikamente könnte ich nicht leben, weil dann hätte ich nur Bauchweh und wäre nervös und könnte mich auf nichts konzentrieren und keine Gespräche führen und nichts machen. Aber dass ich das Effektin so, also der Effektinentzug, so auf diese Angstschiene legt, damit habe ich nicht gerechnet. Und die letzten 2 Nächte waren sehr unangenehm und sehr mühsam. Und ich war trotzdem sehr müde. Ich möchte das Effektin jetzt am Abend nehmen, so ab 4 Uhr, dass ich vielleicht morgens nicht so müde bin. Ich wollte es ja absetzen, weil es mich so müde macht. Und wenn ich es vielleicht am Nachmittag nehme, dann ist es in der Früh nicht so hart. Aber mal gucken, wie es am besten funktioniert. Und ja, das war jetzt im Endeffekt eine Kurzschlusshandlung, dass ich mich wieder für Effektin entschieden habe, weil die letzten Tage einfach nicht angenehm waren. Und auf der anderen Seite habe ich sowieso mit dem Magen Probleme, weil ich mich über einige Dinge ärgere und einige Dinge nicht so sind, wie sie abgesprochen sind. Und das ist sehr schwierig für mich. Also ich kann mit Veränderungen sehr schwer umgehen und das hat jetzt so diese zweite Assistenz und in der Familie einiges und so, das hat jetzt dazu geführt, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Und die ganze Zeit Bauchweh hatte und
Bei mir ist halt psychosomatisch auch die Gastritis, die Magenschleimhautentzündung auch immer wieder da. Und die dürfte ziemlich ausgeprägt sein. Also mir war heute und die letzten Tage die ganze Zeit schlecht und Bauchweh. Und das kann schon vom Entzug auch sein. Aber ich schiebe das eher auf die Gastritis, also die Magenschleimhautentzündung. Oder dass das daraus exaltiert ist, dass ich das Medikament abgesetzt habe und dann gleichzeitig damit zu viel Stress war und dadurch eine Gastritis entstanden ist. Und zu den Angstgefühlen mischt sich dann die Gastritis, die sowieso Bauchweh macht. Weil immer, wenn ich was gegessen habe, war es besser. Aber ich kann halt nicht den ganzen Tag essen, weil dann fühle ich mich noch voller. Und ja, also ich bin wieder auf Effektin. Aber mit Sonja habe ich mich heute trotzdem ganz gut verstanden und sie hat dann auch gemerkt, dass sie mich ein bisschen rauslocken muss aus mir selbst, dass ich mich ein bisschen ablenke von den Bauchschmerzen und von den Angstgefühlen und hat mich zum Lachen gebracht und mit mir geredet und so. Und sie ist es eh gewöhnt, dass ich oft lange nicht mit ihr rede oder wenig zu erzählen habe. Und das war heute halt wieder so. Das ist immer für beide sehr unangenehm, aber sie ist es gewöhnt und weiß, was sie da tun muss und ja. Und daher war der Tag nicht schlecht, aber ich habe mich halt einfach nicht gut gefühlt. Es hat heute auch den ganzen Tag geregnet, wie die letzten Tage schon auch. Und wir konnten nicht rausgehen, was natürlich auch belastend ist. Wenn man gar nicht raus kann, weil es ständig schüttet und wir es kübeln. Und meine Eltern konnten draußen auch nicht so viel erledigen, wie sie wollten und sind dann bald wieder reingekommen und haben sich vor dem Fernseher gesetzt. Und um 17 Uhr habe ich dann Sonja nach Hause geschickt, weil wir eh schon Überstunden haben und sie am Samstag nochmal kommt. Und morgen habe ich Assistenz frei, weil bei Claudia kommen dieses Wochenende die Kinder und deswegen hat sie morgen keine Zeit. Und Sonja ist morgen bei Matt. Also habe ich morgen einen freien Tag. Und Anfang nächster Woche habe ich auch noch Sonja sehr viel bei mir und Claudia dann erst am Wochenende. Und wir wollen miteinander kochen und ihre Wohnung angucken und da mehr Stunden zusammenbringen, weil sie dann nicht jeden Tag bis 18 Uhr kommen muss, sondern nur bis 17 Uhr. Und das für mich besser ist als bis 18 Uhr, weil mir das zu viel Stress ist. Und ja, von daher ist die Woche, nächste Woche ganz schön durchgeplant, weil am 3. bin ich das erste Mal wieder bei Christoph und Vormittag kommt die Friseurin. Und am Montag, Dienstag und Donnerstag kommt Sonja und am Wochenende bin ich bei Claudia. Ja,
Das hat sich einfach so ergeben. Und dann beginnen die anstrengenden Wochen im Juni, wo Claudia sehr viele Stunden machen muss. Außer es ergibt sich bis Mitte des Monats eine zweite Arbeitsstelle. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe heute das Gespräch mit Christoph nicht gehabt. Ich habe ihn kurz vorher abgesagt, weil es wäre um 15 Uhr gewesen und da wäre Sonja schon da gewesen und ich wollte sie nicht einfach eine halbe Stunde für sich alleine lassen, sondern auch was mit ihr machen und auch wenn wir nicht viel geredet haben, ist es doch besser, als wenn ich telefoniere. Und ich finde das auch immer ein bisschen unhöflich, wenn man telefoniert mit meinem Mann, wenn jemand da ist. Außer es ist ein Notfall, aber der Termin wäre ja kein Notfall gewesen. Und deswegen habe ich mich gegen das Gespräch entschieden. Aber schon gegen Mittag. Und habe Christoph auf WhatsApp geschrieben. Und von daher kann ich auch nicht viel Neues erzählen. Und das Wetter ist momentan so schlecht bei uns, dass es einfach nicht viel Neues gibt. Und ja, im Großen und Ganzen war es das von heute. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder Abend. Wenn ihr mir das Video seht, macht's gut. Ciao, eure Ines.